Aufgabe A1.2. Geben Sie mit Hilfe des Graphen zu F an, nach wie vielen Jahren der Holzbestand erstmals mehr als 10.000 Kubikmetern ist. Das lässt sich sehr einfach lösen. Wir schauen uns nach, wo ist der Y-Wert 10.000? Ja. Ziehen eine Parallele zur X-Achse und da, wo es sich der Graph mit dieser Parallelen schneidet, ist unser gesuchter Wert. Antwort nach circa 16 Jahren. Hängt je nachdem ab, wie sauber man zeichnet. Wenn man zum Beispiel den gerundeten Wert von vorher nimmt, für 15 haben wir gerundet 10.000, dann könnte auch die Antwort heißen nach 15 Jahren.